Ballern. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic. Ja, beim letzten Mal haben wir uns so ein bisschen in der Arena versucht und haben da so ziemlich aufs Maul bekommen. Volles Pfund, um genau zu sein. Und ja, dann haben wir uns noch ein bisschen hier umgeguckt und der gute Grimm, ja, der jetzt keine Lebensenergie mehr hat, wie man da oben sehen kann, hat uns in eine kleine Falle gelockt für Bloodwyn, weil wir Bloodwyn kein Schutzgeld zahlen wollten. Ist toll, ne? Tja, und jetzt sind wir hier und ich würde es gerne nochmal versuchen, in der Arena zu bestehen. Wir haben noch 11 Lernpunkte und wir sind gerade mal Stufe 5. Und ich würde sagen, alle Lernpunkte, die wir jetzt bis Stufe 5 gesammelt haben, sollten wir doch investieren und ab Stufe 6 die Lernpunkte sollten wir dann sparen. So, wir haben alle Tierausnehmen-Fähigkeiten gelernt, die wir theoretisch lernen können, soweit ich weiß. Zumindest wofür wir Lernpunkte ausgeben müssen. Meine ich zumindest. Keine Ahnung, wir können immer hier gucken. Wissen der Tierverwertung. Wir können Wissen über Zangen rausschneiden bei Minecrawlern. Wissen über Stachel entfernen bei Blutfliegen. Wissen über Häuten bei Lurkern und Sumpfhaien. Wissen über Krallen abziehen bei Varanen, Snappern, Lurkern, Beißern und Razors. Wissen über Fell abziehen bei Wölfen, Orkhunden, Schattenläufern und Trollen und Wissen über Zähne entfernen bei Wölfen, Orkhunden, Snappern, Beißern, Bluthunden und Schattenläufern. Ja, also Häuten, Krallen abziehen, Fell abziehen und Zähne entfernen, das sind die vier Fähigkeiten, die wir von einem der Banditen lernen konnten, von einem der Jäger. Zangen rausschneiden haben wir ja von einem der Templer gelernt, Blutfliegen, als wir das Buch gelesen haben. Und das ist im Grunde alles, was wir momentan lernen können in der Richtung. Deswegen brauchen wir da keine Lernpunkte mehr aufsparen. Und wenn wir uns die anderen Attribute mal anschauen, Einhänder möchte ich nicht mehr weiter hochleveln. Wir können das ja nochmal höher machen und sind wir auch effektiver mit dem Einhänder. Aber das kostet 20 Lernpunkte, die möchte ich jetzt nicht ausgeben. Schlösser öffnen brauche ich nicht weiter ausbilden. Taschendiebstahl brauche ich auch erst recht nicht ausbilden. Bogen werde ich eh nicht benutzen. Deswegen brauche ich da auch keine Punkte reinpacken, genauso wie Geschick und irgendwelche Spezialfähigkeiten. Also Schleichen, Akrobatik werde ich beide nicht lernen. Das schon mal als Ankündigung. Vielleicht zeige ich sie mal in einem Bonusvideo, aber für meinen Charakter so im Spiel werde ich die nicht benutzen. So, das heißt, wir haben jetzt noch 11 Lernpunkte übrig und ich würde sagen, die stecken wir komplett in Stärke rein und schauen dann nochmal, ob wir in der Arena ankommen. Deswegen reden wir einmal mit Diego. Kannst du mir was beibringen? Ja. Bei mir kannst du lernen, deine Geschicklichkeit zu verbessern oder deine Kampfkraft zu steigern. Ja, ich würde natürlich gerne meine Kampfkraft steigern. So. Das waren 11 Lernpunkte, die wir ausgegeben haben. Deine Kampfkraft ist um einiges gestiegen. Ich weiß, danke. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Ja, jetzt sind wir schon über 50, nicht wahr? Oder? 51 Stärke, jawohl. Zwar nur wegen den beiden Ringen, die wir angerüstet haben, aber das ist ja egal. So, ich würde sagen, da es gerade Nacht ist und wir ein bisschen Lebensenergie brauchen, legen wir uns einfach mal aufs Ohr und versuchen unser Glück danach nochmal in der Arena. Ich bin mal gespannt, ob das klappt. Dum-di-dum-di-dum. Ja, da drüben ist ja schon unsere Hütte. Läuft heute ein Kampf, auf den wir wetten können? Ich habe mich schon richtig an dich gewöhnt. Wir werden sicher eine Menge Spaß miteinander haben, nicht wahr? Wo schläfst du eigentlich? Du kannst gerne zu mir kommen. Nein. Er hat ihn fertig gemacht! Oh nein, ich habe ihn fertig gemacht. Was hast du nur dabei? Hallo? Ein Knüppel, Erzbrocken, Wasser. Okay. Und wir haben nicht mal Erfahrung dafür bekommen, dass wir Matt hier umgehauen haben. Eigentlich will ich ihn nicht umhauen. Also das Schöne ist, jetzt lässt er uns in Ruhe, da wir ihn einmal komplett fertig gemacht haben. Aber ich würde ihn gerne schon irgendwie... Ich habe irgendwelche Gerüchte gelesen, dass es irgendwas gibt, wenn man ihn so am Leben lässt. Ich habe keine Ahnung, ob da was dran ist. Ich vermute, dass es einfach nur irgendwie, ein bisschen getrollt, damit die Leute sich mit Matt abgeben. Aber man weiß ja nie, deswegen lasse ich das einfach mal. Den kriegen wir bestimmt schon irgendwie los. Kannst du mir was beibringen? So, dann lernen wir schnell nochmal Stärke. Kannst du mir was beibringen? Ja. So, Stärke plus 5. Stärke plus 5. Stärke plus 1. Das war's. Dankeschön. Kampfkraft, komm bei. Ja. Tschüss, Diego. Mach's gut.
Nein, so. Und dann einmal zu unserer Hütte. Dann müssen wir halt irgendwie mit Magda rumlaufen. Ich hoffe nur, der labert uns nicht in den Arena-Kampf rein. Das wäre sehr nervig. Das wäre mal extrem dämlich. Ich muss mich mal informieren, ob das stimmt. Ansonsten haue ich Matt einfach wirklich um. Auch wenn es keine Erfahrung gibt. Hallo? Der Typ ist so nervig und gibt da nicht mal Erfahrung. Das ist... Boah. Die Entwickler müssen da echt ihren Spaß mit gehabt haben. Aber na gut, wir legen uns hin, bis es morgen wird, damit es ja auch wieder ein bisschen heller ist und ihr hoffentlich auch mehr sehen könnt. Ich weiß nicht, inwieweit das auf YouTube zu erkennen war jetzt alles. Und was wir jetzt mal machen, wir packen unser Gold hier rein. Unser Erz, meinte ich natürlich. So. Dumpti-dumpti-du. Ja, das kann ein bisschen dauern, wir haben eine Menge. Wobei, es geht ja relativ flott gerade hier. Und das war's. 11.002 Erz. Ich hoffe, es geht niemand... Quatsch. 1.102 Erz. 1.102 Erz. So vielleicht. Ich hoffe, es geht niemand an unsere Truhe. Das wäre ein bisschen dämlich. Aber nun gut, wir sind wieder voll geheilt. Wir haben mehr Stärke als jemals zuvor. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir das schaffen werden. So, dann speichern wir einmal. Auf einem... Ja, sprechen wir hier. Superfax. Na? 13. Dum, dum. So, ich muss jetzt aber nicht mehr wieder die ganze Zeit laden, da ich ja mein Erz in die Truhe gepackt habe und es nicht verlieren werde. Ich fordere dich zum Was? Kampf in der Arena. Aber ich habe gerade... Ja. Hier, Moment. Das okay. Den ganzen Dialog hier. Kennen wir ja schon. Wir schnorren uns bei ihm einfach so ein Bier, ne? Lass uns... Okay. Nein, Matt, geh weg. Ich hab mich schon recht. Geh weg, Matt. Ich will dich nicht. So, Kurgo. Dann habe ich auch einen kleinen Trick gelesen. So. Dann wollen wir Jawohl, mal. Jawohl, man kann schon während des Gesprächs... Möge der Bessere gewinnen. Während des Gesprächs seine Waffe ziehen. Ja. Seht ihr das? Mit mehr Stärke? Die 11 Stärke machen echt den Unterschied. Guckt euch das mal an. Wir haben ihn ohne Probleme umgehauen. Ist das geil. So, Klingen nehmen wir mit. Erzbrocken, Apfel, Bier. Tja, Kirgo, was sagst du jetzt, ha? Und was sagst du, Matt, ha? Hast du ein Problem hier? Willst du aus dem Maul? Wegen was haben sie dich eigentlich hier reingeworfen? Hast du auch ein Faible für Tiere? Das haben sie ja gar nicht gerne. Da haben sie mich eingebuchtet. Aha, Matt. Das wird dir noch leid tun. Ich habe gerade im echten Leben einen Facepalm gemacht. Weil ich hingehen und sagte, hier, willst du auch Ärger, Waffe gezogen habe? Und in dem Moment spricht er mich an. Oh, dieser Charakter ist so nervig. So, wie geht's denn dir? Du hast mir ganz schön aufs Maul gehauen, Mann. War ein guter Kampf. Aber jetzt ist gut. Oh, keine Dialogoption mehr. Na gut. Wie viel Lebensenergie haben wir verloren? Wir haben 60 verloren, okay. Dann essen wir mal ein bisschen was. Da können wir gebratenes Fleisch ohne Probleme futtern. Weil es bringt ja 15, das heißt einfach viermal ein bisschen Fleisch essen und dann sind wir wieder bei voller Gesundheit. So. Das speichere ich jetzt aber nochmal, aber wisst ihr was, ich überspeichere einfach den Spielstand 2. Den brauchen wir gerade sowieso nicht mehr. Und dann reden wir einmal mit Karim. Ich fordere dich heraus. Lass es uns in der Arena austragen. Du? Ich fress dich zum Frühstück, Kleiner. Ja, das wollen wir mal sehen. Tu dir selber einen Gefallen und mach, dass du wegkommst. Ja, ich hab Kurgo besiegt. Zählt das nicht? Damit du ungeschoren davonkommst, du feiges Schwein. Fällt dir nichts Besseres ein, Kleiner? Ich wollte zuerst was über deine dürren Ärmchen sagen, aber dann fiel mir deine hässliche Fresse auf. Ich denke, das ist deine letzte Chance, hier endlich zu verschwinden! Ja, wir kriegen ihn schon so weit. Lass mal überlegen. Nein, mir fällt nichts ein, was du begreifen würdest. Vielleicht solltest du es auf einem Versuch ankommen lassen. Wie wär's mit, deine Mutter treibt's mit Ziegen? Das tut sie vermutlich wirklich. Oh nein, ist deine Mutter matt? Ich hoffe nicht. Ja, aber da hat man jetzt übrigens mal gesehen, wir haben 11 Punkte in Stärke investiert und es hat so einen Unterschied gemacht, wie gut wir mit dem Gegner fertig geworden sind. Also ihr merkt,
Das bringt auf jeden Fall was zu investieren. Du bist doch nur hier, damit du meine Chance bekommst, Gomez in den Arsch zu kriechen. Was? Du Wurm! Du weißt gar nichts über uns! Das neue Lager ist unabhängig von dieser ganzen Scheiße! Und im Übrigen gibt es nur einen Grund, warum ich hier bin. Damit ich Klugscheißern wie dir das Hirn aus dem Schädel prügeln kann. Mhm, jetzt auf einmal. Es wird mir ein Vergnügen sein, das bei dir zu tun. Dein Schicksal erwartet dich in der Arena. Haha, wir haben ihn genug provoziert. Sehr schön. Matt, ich hoffe, du mischst dich nicht... Na, lässt mich in Ruhe. Karim? Schmerzen sind eine Frage des Willens. Wenn du das sagst, so. Boah, guck dir das an, ein Schlag und ich hab... Oh Gott, ich halte echt nicht viel von ihm aus. Nein! Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Eieiei, okay. Der hat ja nicht mal Erz dabei. Ja, ach, sag bloß. Jetzt nein, heil dich doch nicht. Karim, ich will dich doch fertig machen. Okay. Das ist übel. Der hat echt ein ganzes Stück mehr drauf als Kyogo. Boah, zwei Schläge und ich war tot. Da muss ich mir was ausdenken. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich einen Beschützer habe. Die werden sich in die Hosen machen. Das wird ein Spaß. Sonst machen sie ja mit allen einen kurzen Prozess. Aber jetzt werden sie sich das zweimal überlegen. Es hat gerade jemand aus dem neuen Lager meinen Arsch versohlt, ja? Und du... Ach, vergiss es einfach, Matt. Ah, wir nehmen mal unsere Waffe wieder mit hier, ne? Stachelkeule können wir gebrauchen. So, das heißt, wie viel Lebensenergie haben wir denn jetzt noch? Einen von 100, ja. Hallo? Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen sie dich vielleicht in das Lager auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Dieser Charakter. Warum habe ich ihn getriggert? Jetzt bin ich nicht mal mehr im Menü drin. Oh. Das ist doch nicht euer Ernst. Es kann einfach nicht euer Ernst sein. So, komm, wir haben auch hier jede Menge Waldbeeren, oder? Dann futtern wir die mal auf. Die werden wir sonst sowieso nicht benutzen. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und die letzten sind wieder auf vollem Leben. Ach, Matt. Nein. Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Spinner. Ich auch. Aber jemand wie du würde sich hier ja niemals mit einem Spinner sehen lassen. Sowas spricht sich ja rum. Also werden sie einsehen, dass sie sich in mir getäuscht haben. Den Streit vergisst du, okay? Nein. Kannst du mal bitte einen Moment die Klappe halten? Klar. Ja, halt dich auch dran, bitte. Spoiler, er wird sowieso nicht tun. Okay, versuchen wir nochmal mit uns mit Karim anzulegen. Suchst du wieder Streit? Und schon wieder bei mir? Was? Ich kann nur einmal gegen ihn kämpfen? Moment. Ich würde ihn gerne besiegen, aber eventuell muss ich das bei dem tatsächlich mit Laden und Speichern machen, wenn ich den nicht um herausfordern kann. Ich werde einmal schlafen. Und schauen, ob sich das dann am nächsten Tag anbietet, dass ich das machen kann. Ansonsten habe ich ein kleines Problemchen. Denn den würde ich auch gerne umhauen. Auch wenn das jetzt ein bisschen dauern könnte. Also ich werde es ein paar Mal versuchen. Wenn es nicht klappt, dann gehe ich erstmal anderen Quests nach und kümmere mich da ganz zum Schluss drum. Aber eigentlich würde ich den schon gerne umhauen. Ich habe das auch schon mal geschafft. So ist es nicht. Und ich habe jetzt auch genug Stärke, dass das klappen sollte. Schauen wir mal, ne? Wenn wir uns nicht auf den Magieweg konzentrieren würden, oder wenn ich das nicht machen würde, oder wollte, oder wie auch immer, dann könnten wir auch noch ein bisschen was in andere Sachen investieren. Und das würde uns dann auch helfen. Also mehr Stärke, ein bisschen bessere Einhänderfähigkeit und so. Dann geht es hier auch besser, aber... Nee, es geht einfach nicht. Na toll. Dann fürchte ich, müssen wir einmal laden. Hab ich nach Kyogo gespeichert? Oh, bitte lass mich nach Kyogo gespeichert haben. Das wäre jetzt echt übel, wenn ich das nicht gemacht hätte. Na komm schon, lad ein bisschen schneller, bitte. Okay, nee, Kyogo ist platt gemacht, okay.
Karim. Ich vor. Du den Dialog kennen wir ja schon. Damit du ungeschoren davon kommst, hier bla bla, du willst Gommisch nur in den Hintern kriechen. Und im es. So, Matt, wo bist du? Hast du noch was zu sagen? Es gibt. Dankeschön. Karim? Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ja, finde ich auch. Komm hier. Nein! Oh oh. Nein! Aber das könnte klappen. Wir haben ihn auf die Hälfte der Lebensenergie runtergehauen. Ich muss nur noch ein bisschen effektiver blocken. Dann funktioniert das. Das kann funktionieren. Ich werde das jetzt machen. Aber sowas von. Und es ist ja nicht so, dass ich dann da irgendwie da, wie beim letzten Mal vor Kirgo sitze und ihn einfach nicht platt kriege, weil ich keinen Schaden bei ihm mache, sondern ich mache ja tatsächlich Schaden. Komm schon, ich will vorbei. Ich fordere. Du, tu dir. Damit fällt. Du bist. Was? Und im es wird. Was? Es gibt da ein. Ja, die vermöbeln dich ständig. Ich gehöre auch dazu, falls dir noch nicht aufgefallen ist, oder? Schmerzen sind eine Frage des Willens. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ja, das lief nicht so gut. Aber hey, dass ich beim Dialog schon die Waffe ziehen kann, das macht so viel einfacher und so viel besser. Es ist gut, dass ich den Tipp bekommen habe. Dass ich den bekommen habe. Ich habe ihn irgendwo aufgeschnappt. Mir hat leider niemand geschrieben, hey, hier, Superfax, da, ne, mach mal, das hilft. Ich fordere, tu dir. Damit. Nein, das war das Falsche. Es gibt da ein paar Leute, die versuchen ständig mich zu ver... Ja. Du mich auch. Wenn wir dieses andere Dialogoption hättest, aber nein. Schmerzen sind... Nein. Ja, okay, Moment. Ich habe die Waffe nicht gezogen, jetzt habe ich den falschen Spielstand geladen. Oh nein. Irgendwie läuft das nicht so richtig. Aber hey, das ist ein Spielstand, auf dem Matt uns nicht in die Quere kommt. Das ist immerhin schon mal etwas, ne? Weil, also, was heißt, der kommt uns nicht in die Quere? Er ist noch nicht hinter uns her. Und das ist eigentlich cool. Matt. Ja, aber der möchte ich trotzdem nicht hin. Genau, in dieser Haut möchte ich trotzdem nicht stecken. Ich möchte lieber in der Haut stecken, die vor der Arena ist und schon Kirgo besiegt hat, weil das ist ziemlich, ziemlich cool. So, ich mache gleich nochmal einen neuen Spielstand, also Speicherstand. Ich mache jetzt nicht den ganzen Dialog fertig. Damit fett. Und. Du bist doch. Und im. Es wird mir. Ja. Und dann mache ich jetzt einen Spielstand, wie er in die Arena rennt. Dann müssen wir den ganzen Dialog nicht mehr machen, außer den mit Matt. Matt, komm her. Ja, wir können den Dialog schon. Kannst du bitte. Kennst du bitte einmal einen Moment die Klappe halten? Dankeschön. So, Karim. Hier bin ich. Rede mit mir. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ja, ist klar. Hey! Okay, nein, der schlägt viermal, also muss ich vier Schläge verteidigen. Das kriege ich hin. Aber ich finde, er kann viel zu schnell seine Waffe ziehen. Das ist unfair. Aber ich glaube, er hat noch eine andere Haltung als wir. Also sollte er Einhänder auf Stufe 2 schon haben, der Karim. Man sieht das ein bisschen, dass er ein bisschen dann anders steht. Er hat halt die wenn wir uns angucken, wie wir stehen. Wir stehen halt hier so, lalalala. Und Karim ist halt den Einhand viel weiter nach hinten. Maut, hör auf. Der hat halt die Waffe viel weiter hinten. Und steht mehr in der Hocke. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Oh, da hat das Verteidigen nicht richtig funktioniert. Irgendwie habe ich ein kleines Déjà-vu. Aber er lässt sich auch einfach nicht abbringen. Ich will eigentlich eine Schlagkombo machen am Anfang. Ich kriege aber nur einen Schlag hin und dann landet Karin den Schlag. Warum auch immer. Ich kann ihn nicht irgendwie in Stunlock bringen. Das funktioniert leider nicht. Es gibt.
Ja, Matt, ich weiß, alle hacken auf dir rum. Hast du mal überlegt, woran das liegen könnte? Schmerzen sind eine Frage des Willens. Okay, einmal schlagen und dann... Der hat beim nächsten. Das Verteidigen funktioniert nicht so richtig. Also erst Waffe ziehen, dann verteidigen und ihn schlagen lassen und danach erst Karim angreifen. Wir kriegen das hin. Und wenn ich die ganze Folge dafür brauche, ich hoffe wirklich nicht. Ich hoffe, ich schaffe das innerhalb der nächsten 5 Minuten. Dann kann ich nämlich noch ein bisschen was anderes machen. Es gibt ja, Matt, ist klar. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ja, okay. Nein, hör doch auch nicht auf, dich zu verteidigen. Der hat genug. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Ja, ja. Versuch es doch. Denn dann hast du hier ganz schnell alle auf dem Hals, weil du einen umgebracht hast. Und du bist im alten Lager. Du kannst zwar gut kämpfen, aber ich glaube nicht, dass du alle besiegen kannst, die sich dann mit dir anlegen werden. Wobei, wir haben kein Schutzgeld bezahlt, ne? Ach, verdammt. Moment, wir sind aber in einem Distrikt, wo der Typ da das Schutzgeld nicht einsammelt. Weil Neck das ja schon eingesammelt hatte. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ja, finde ich auch. Der hat Hallo, verteidige dich doch mal richtig bitte hier. Ja, es tut mir leid, dass das wieder nicht so spannend ist jetzt. Aber es gehört dazu, zum Gothic-Spielen. Und ich möchte das wirklich schaffen. Wir können es zwar auch weitermachen, ohne ihn zu besiegen, aber das gibt halt nicht so viel Erfahrung. Also, um schon mal zu spoilern, wenn wir gegen Karim antreten und verlieren, dann können wir zu Sketty gehen und er sagt hier, hey, ja, ich bin trotzdem beeindruckt, dass du gegen Karim angetreten bist, dass du den Mumm dazu hattest. Und wir kriegen dafür 50 Erfahrung. Das ist mir ein bisschen zu wenig. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Er hat genug. Beim nächsten Mal. Der lässt sich aber auch echt nicht abbringen, ne? Der macht so bam, 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 tot. Aber am Anfang habe ich, glaube ich, früh genug zugeschlagen. Da konnte er seine Waffe nicht ziehen. Wenn ich das weiter durchziehe, dann kriege ich das vielleicht hin. Versuchen wir es nochmal. Wenn die Ladezeiten nicht immer so lang wären. Ah! Aber naja, sie sind nicht so lang wie bei Lego Insel 2. Das ist die Hauptsache. Ne, Mr. Jack Smith? Beziehungsweise nur Jack Smith? Willst du mich... Kluges Köpfchen. Ja, red doch endlich mit mir, Karim. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ja, ja, ja. Der hat genug. Hallo. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Nein, das ist der falsche Spielstand. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich versuch's jetzt noch 5-mal. Wenn's 5-mal nicht klappt, dann kümmere ich mich später erst darum. Dann gehe ich erstmal nochmal woanders hin. So, ich habe jetzt keine Lust, den Ladebildschirm anzugucken, deswegen machen wir einmal die Dialoge durch. Okay, okay. Nein, nein, nein! Das war der falsche Gesprächsoption. Tu dir. Dann fällt. Was? So, Matt, komm, gib deinen Senf dazu, bitte. Dankeschön. Schmerzen. Nein, ich habe die Waffe nicht gezogen. Der hat genug. Beim noch 4-mal. Werde ich dich umbringen. Ja. Das lief ja gut. La 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 la. Vielleicht sollte ich auch richtig spielen und nicht einfach mich hier umbringen lassen. Wie so ein Lappen. So. Nein, Matt. Du bist der Nächste, wenn du nicht still bist. Schmerzen sind eine Frage des Willens. Das lief gut. Das lief nicht so gut. Beim nächsten Mal werde ich dich umbringen. Noch 3 Versuche. Aber wenigstens ist die Musik angenehm. Ja, Matt, du bist nicht angenehm, du bist alles andere als angenehm.
Schmerzen sind eine Frage des Willens. Ja, komm, komm, komm. Ja! Genug. Jawohl. Ich sag doch, das klappt. Sehr schön. Was haben wir denn? Eine Amphore, Rasiermesser, Fackel, Erz, Heiltränke, ein bisschen Alkohol, ein paar Waffen. Diese fiesen Schweine aus dem neuen Lager werden staunen, wenn sie erfahren, dass ich... Matt, wenn ich jetzt wegen dir nicht alle Items eingesammelt hätte, dann wärst du wirklich gestorben. Und keiner hätte dir geholfen. Keiner. Weißt du warum? Weil dich keiner mag. Du bist schon tot, du weißt es nur noch nicht. Ja, ja. Geh zur Seite. Ich hab dich gerade besiegt, ja. Ein guter Kampf. Dein Training hat sich ausgezahlt. Habt ihr gehört? Was ist mit seinem Mund los? Ah, ja, 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 ja. Ist der kalt? Zitterst du? Geh zur Seite. Weißt du was? Ich tu dir einen Gefallen. Ich werde ein gutes Wort für dich einlegen. Dann nehmen wir ich kann den Dialog nicht abbrechen. Auf. Dann können wir uns jeden Tag sehen. Warum funktioniert Escape nicht? Ja, leg du mal ein gutes Wort für mich ein. Vielleicht töten sie dich ja. Haben wir eigentlich mit Gorhanis geredet? Kannst du mir den Weg zu eurem Lager beschreiben? Hier im alten Lager sind immer einige Novizen, die Neuankömmlinge wie dich in unser Lager begleiten. Du musst sie nur ansprechen. Ah, ich glaube schon. Okay. Dann... Manche halten mich ja für einen durchgeknallten Reden wir mal mit Sketti. Na, bist du jetzt beeindruckt von uns? Ich habe gegen Kirgo gekämpft. Und du hast ihn geschafft. Nicht schlecht für einen Anfänger wie dich. Ich bin beeindruckt. Ja, das hat auch alles beim ersten Versuch geklappt. Ich bin gegen Karim angetreten. Und du hast ihn umgehauen. Ich muss schon sagen, nicht schlecht. Er war immer einer der besten Kämpfer hier. Du hast mich schwer beeindruckt. Ja, ist cool, wenn man speichern und laden kann, ne? Du bist mein bester Freund hier drin. Die anderen wollen mich immer nur loswerden. Ich bin dir echt dankbar. Junge. Ich muss hier weg. Ich muss einfach weg von Matt. Einfach nur weg. So, was können wir denn noch machen? Was sagt denn unser Questlog überhaupt? Rezept der Sekte, ja, die holen wir. Ja, das wollen wir. Wasserträger für Lefty, gut, wir sollten uns erstmal noch nicht im neuen Lager blicken lassen. Baloros Waffe, Lurker am Damm, Aufnahme neues Lager, neue Seelen für die Bruderschaft, bla bla bla. Ja, ich würde sagen, neue Seelen für die Bruderschaft kümmern wir uns jetzt mal darum. Ich bin mir nicht sicher, ob ich mich heilen sollte, aber ich glaube, nö, das muss ich nicht tun. Aber bevor wir uns darum kümmern, möchte ich euch noch eine andere Kleinigkeit zeigen, und zwar einen weiteren Weg, der wahrscheinlich in die Burg hineinführt, den ich aber noch nie genommen habe, weil ich nicht genau weiß, wie es funktioniert. Und zwar ist es relativ gut versteckt, wenn wir mal hier diese Hütte hochklettern. Nein, das war die falsche Taste. So, wenn wir hier hochklettern, dumm, ist erstmal nicht viel, aber da oben, ziemlich gut versteckt, ist so ein kleiner Eingang. Ja. Das Problem ist, hier ist eine Tür. Und egal, ob wir nach links oder nach rechts machen, wir kriegen sie mit dem Dietrich nicht auf. Das heißt, da brauchen wir einen Schlüssel für. Ich bin mir auch gerade nicht mehr sicher, ob das nicht ein Weg ist aus der Burg raus oder so später mal. Keine Ahnung. Ich bin mir nicht mehr so sicher, was im Spiel passiert. Deswegen, da kommen wir nicht rein. Ich habe keine Ahnung, wo wir den Schlüssel dafür herbekommen. Egal. Wo ist eigentlich Matt hin? Wir haben Matt abgehängt. Yes, Success. Es wird immer besser. Ich meine, erst gewinnen wir in der Arena, dann hängen wir Matt ab. Das ist doch schön. Das ist doch einfach sehr, sehr schön. Ach. Aber bevor wir uns um neue Seelen für die Bruderschaft kümmern, möchte ich noch was anderes triggern. Deswegen laufe ich einmal hier entlang. Dumm, aber vorher speichere ich einmal. Denn ich möchte jetzt nicht meinen Dings verlieren. Ich speichere mal hier auf Superfix 4 und ich sollte mein Erz noch abholen. Weil ohne Erz ist ein bisschen doof, ne? Dumm. Warte doch mal. Ich habe gehört, du hast dich mit Bloodwin unterhalten. Ja. Warum? Was willst du? Fand ich echt gut von dir, dass du dich geweigert hast, ihm Schutzgeld zu zahlen. Das heißt, wir anderen müssen deinen Teil mitbezahlen.
Ich werde dafür sorgen, dass du dich daran erinnerst, wenn er dich das nächste Mal fragt. Komm her, versuch's doch. Hey, du. Was denn jetzt schon wieder? Es ist eine neue Gelegenheit für dich gekommen, dich als Freund zu erweisen. Mit nur 10 Erz bist du dabei. Wie sieht's aus? Aber ich find's schön, dass Herrick da mit gezogener Waffe steht und erstmal wartet so, ja, Bloodwind steht da, hier. Ich hab hier die Waffe an deinem Kopf, jetzt zahl ihm auch. Aber nö. Wir sehen uns. Pass gut auf dich auf, Kleiner. Keine Panik. Waffe weg. Ja, genug. Waffe weg. Ja, ja. Aber schön. Da hast du noch mal Glück gehabt. Der hat genug. Genau, der hat genug. So, jede Menge Zeug. Ich finde es auch schön, dass wir neue Klingen bekommen. Dadurch können wir uns ja neue grobe Schwerter schmieden. Und jede so eine Klinge ist also 50 Erz wert. Und wir haben gerade eben, glaube ich, 2 bekommen von hier genau, wir haben 2 von Karin bekommen und jetzt 2 von Herrick. Das finde ich schon Lass schön. Lass mich mal vorbei. Nö. Suchst du wieder Streit? Ich? So, du denkst also, du bist einer von den Harten. Versuch's doch mal bei mir. Du willst ein paar aufs Maul? Kannst du haben. Im Ernst? Der hat genug. Ja, so viel dazu. Hey, du. Ich hab gehört, du wolltest Bloodwyn kein Schutzgeld zahlen. Was willst du? Dich warnen. Bloodwyn hat einige Leute bezahlt, damit sie dir Ärger machen. Ich habe zum Beispiel gesehen, wie er mit Herrick darüber geredet hat. Und nur die Götter wissen, mit wem noch. Was Herrick betrifft, kommt deine Warnung etwas spät. Er muss noch mit jemand anderem geredet haben. So viel habe ich mitgekriegt. Also pass auf dich auf. Ja, danke für den Hinweis, aber wir haben sowohl schon mit Grimm und mit Herrick angelegt. Also, ja, die Warnung kommt wirklich ein bisschen spät. Aber die konnten uns ja nicht überwältigen, denn wir sind mittlerweile einfach so stark. Wie oft habe ich euch Pennern gesagt? Rennt nicht durch meine Hütte! Ja, ja, bla bla. Ich kenne deine Geschichte. Die haben wir ja schon mal erlebt, deswegen werde ich mir die jetzt nicht nochmal anhören. Wir sind ja schon weg hier. Meine Güte. Da, dann, 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 dann. Ach, ich mag diese Musik einfach. Ich finde, Gothic ist einfach ein unglaublich schönes und atmosphärisches Spiel. Bist du eigentlich? Ein Schatten, aha. So, okay. Ich würde sagen, dann holen wir uns jetzt noch unser Erz ab. Und dann werden wir mal die Folge beenden. Denn ich habe schon wieder lange genug aufgenommen. Der Arena-Kampf hat sich ein bisschen gezogen. Aber wir haben ihn geschafft, wir haben es bewältigt und ich bin ziemlich stolz auf mich, auch wenn es eigentlich geschummelt war. Aber das müsste ja niemandem weitererzählen. Ja. Ja, genau. Das wird auch... Nein, da kommt Matt. Nein. Ich habe ihn doch gesehen, da lief doch ein Matt, oder? Bitte nicht. Bitte nicht. Oder war das der Schatten hier, der hängen gelaufen ist? Ich sehe keinen Matt. Ich dachte, das wäre Matt gewesen. Okay, bevor Matt kommt, verkrümeln wir uns mal hier in unserer Hütte. Dum-di-dum-di-dum. Ich hoffe, das Erz ist noch da. Sonst hat jemand ein großes Problem. Wunderbar. Sämtliches Erz noch da. Nehmen wir natürlich mit. Und wir hatten vorher 1102. Und jetzt haben wir 1135. Also wir haben 33 Erz Gewinn gemacht. Nicht viel, aber hey. Und dann würde ich sagen, lege ich mich nochmal ins Bett. So, sage gute Nacht. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut.